Das ist Andreas. Andreas ist ständig unterwegs auf Geschäftsreisen und benötigt deshalb zu jeder Zeit schnellsten Internetzugang. Andreas hat eine eigene Firma und ist sich darüber im Klaren, dass neue Technologien oft helfen, seinem Geschäft eine riesige Menge Zeit und Geld zu sparen. Heute kommt Andreas wegen einer zweitägigen Geschäftsreise in Davos an und hört vom LTE-Test. Also geht er zum Swisscom-Shop, um die Vorteile durch LTE für sich und seine Firma herauszufinden. Zudem will er wissen, wann LTE für die gesamte Schweiz erhältlich ist. Er wird vom Swisscom-Mitarbeiter freundlich begrüßt. Dieser erklärt Andreas, dass heute nur noch jeder vierte Arbeitnehmer ausschließlich im Büro arbeitet. Flexibilität und Schnelligkeit bestimmen heute die Geschäftswelt. Kunden verlangen ständige Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeiten. Das mobile Internet bietet den Swisscom-Kunden den Vorteil, dass sie immer und überall ins Internet und auf ihre Daten zugreifen können. Aus diesen Gründen ist mobiles Internet für Geschäftskunden, auch kleine und mittlere Unternehmen, wichtig und ein gutes Netz notwendig. LTE bietet zwei Vorteile: schnellere Surfgeschwindigkeit und verbesserte Reaktionszeiten. Im Übrigen setzen immer mehr Unternehmen auf Cloud Computing. Dies setzt eine stetige Internetverbindung voraus, um jederzeit auf die Daten zugreifen zu können. LTE wird helfen, dass auch KMU-Kunden verstärkt von Cloud Computing profitieren und Kosten sparen können. Andreas erfährt, dass LTE ab sofort in Davos verfügbar ist und Swisscom fängt in 2012 mit dem Ausbau an besonders frequentierten Orten wie Hotspots und Tourismusgebieten an. Der Zeitpunkt ist abhängig von der Reife und Verfügbarkeit von LTE-fähigen Netzausrüstungen und Endgeräten, den steigenden Kapazitäts- und Marktbedürfnissen für breitbandige Mobilfunkapplikationen sowie dem Ausgang der Neuvergabe der Mobilfunkfrequenzen im Frühling 2012. Nicht zuletzt ist es wichtig, sagt der Swisscom-Shop-Mitarbeiter, dass künftig nicht alle Technologien überall erhältlich sein werden. Swisscom stellt anhand der Kundenbedürfnisse und topografischen Begebenheiten pro Antennenstandort den idealen Technologiemix ein. Andreas ist begeistert. Kurzfristig, während seines Aufenthalts in Davos, kann er von LTE profitieren. Er nutzt damit den schnellen Internetzugang, um mit seinen Angestellten und seiner Familie in Kontakt zu bleiben, wobei er viel Zeit spart. Langfristig wird er von LTE profitieren, sobald die LTE-Abdeckung regional breit gefächerter sein wird.